Ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar habe ich heute für euch die Strickanleitung für diesen zauberhaften Loop mit dem Namen Christmas Velvet. Passend dazu habe ich auch ein Video mit einer Bienenmütze gemacht. Die kannst du auch auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Und so kann der Loop als schönes Strickset getragen werden. Und was du jetzt für Material dazu brauchst und wie man diesen schönen Loop strickt, das zeige ich euch jetzt. Für diesen Loop benötigt ihr eine Wolle. Ich habe hier eine Merino extra fein verwendet. Die ist von meinem eigenen Label, vom Zaubergarten, ist 100% Merino extra fein in der Farbe Dark Cardinal Red. Ihr könnt aber natürlich jede andere Wolle verwenden. Einfach darauf achten, dass die Lauflänge die gleiche oder in etwa die gleiche ist, damit ihr ungefähr das gleiche Resultat erzielt. Dann benötigt ihr noch eine Rundstricknadel in der Länge 80 bis 100 cm und in der gewünschten Dicke, die deinem Stricken angepasst ist. Für diesen Loop schlagt ihr nun 260 Maschen an und schließt diese zur Runde. Achtet bitte darauf, dass ihr hier beim Anschlag, wenn ihr dann die Runde schließt und die erste Masche abstrickt, dass diese Maschen hier nicht verdreht sind. Also dass der Maschenanschlag sich nicht so verdreht, weil sonst habt ihr nachher den Loop verdreht. Ihr startet nun mit einer Reihe rechter Maschen. Und könnt dann nachher zur Chart wechseln. Das heißt, ihr strickt jetzt zuerst eine Reihe rechts, eine links, rechts, links, rechts, links, rechts bis Reihe 7 im Wechsel. Und dann sehen wir uns wieder und dann erkläre ich euch noch das Lace-Muster. Ihr habt nun die ersten Reihen dieser Borte gestrickt. Das sind eine Reihe rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links, eine rechts. Also das heißt, das sind 7 Reihen, die ihr hier für die Borte gestrickt habt. Und dann geht es weiter mit dem Lace-Muster. Ich habe hier schon ziemlich viel gestrickt. Und ich zeige euch nun, wie das Lace-Muster geht. Es geht über 8 Reihen und die erste Reihe zeige ich euch jetzt. Der Maschensatz geht immer über 10 Maschen. Das könnt ihr hier sehen in dem Feld, das rot eingerahmt ist. Das wiederholt sich stets. Also das heißt, ich stricke das Muster und dann fange ich wieder vorne an. Und ich stricke hier einen Umschlag. 3 Maschen rechts. Dann stricke ich 3 Maschen rechts zusammen. Und hier immer aufpassen, dass ihr wirklich alle 3 Maschen miteinander erwischt. Wenn ihr nur vielleicht 2 oder die halb ansteht, dann saust ihr euch da nachher runter. Also hier immer gut kontrollieren, habt ihr wirklich alle 3 zusammengestrickt. Dann stricke ich wieder 3 Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Das sind dann die 10 Maschen und dieser Mustersatz wiederholt sich, bis ihr wieder am Ende der Reihe seid.
Dann strickt ihr eine Reihe rechter Maschen darüber und dann folgt die nächste Reihe des Lace-Musters. Die nächste Reihe des Lace-Musters strickt sich nun wie folgt. Das heißt, wir stricken eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts, drei Maschen rechts zusammen. Wieder schauen, dass die alle Maschen mitgefasst sind. Zwei Maschen rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts. Dann haben wir wieder die 10 Maschen des Musterrapports. Diesen wiederholen wir wieder bis zum Ende der Reihe und stricken wieder eine Masche, eine Reihe rechter Maschen, genauso ist es richtig, darüber. Nun kommen wir bereits zur dritten Lochmusterreihe und diese wird wie folgt gestrickt. Ich habe zwei Maschen rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, drei Maschen rechts zusammen. Eine Masche rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts. Somit habe ich wieder die 10 Maschen vom Mustersatz. Der wird wieder die ganze Runde wiederholt bis zum Ende. Und wir stricken auch hier wieder eine Reihe rechte Maschen darüber. Wir kommen jetzt zur vierten und letzten Lochmusterreihe. Und diese stricken wir wie folgt. Ich habe drei Maschen rechts, ein Umschlag, drei Maschen rechts zusammen. Immer wieder kontrollieren, ob ihr wirklich alle drei Maschen zusammengefasst habt, dann ein Umschlag und vier Maschen rechts. Das ist wieder der Mustersatz von 10 Maschen. Diesen wiederholen, bis die Runde beendet ist und dann enden mit einer Reihe rechter Maschen. Wenn ihr das gestrickt habt, dann kommt danach eine Reihe linke Maschen, eine Reihe rechte, eine Masche linke Maschen und dann wird der Lochmustersatz wieder wiederholt. Ich habe dies im Ganzen 7-mal wiederholt, bis ich dann meine gewünschte Breite vom Loop erreicht habe. Beenden tue ich diesen Loop mit drei linken Reihen, also das heißt eine linke Reihe, eine rechte, linke, rechte, linke und dann kette ich den Loop ab. Die ganze Anleitung habe ich euch wieder als PDF-Datei zusammengestellt. Diese könnt ihr kostenlos herunterladen. Die Links habe ich hier unten wieder aufgeführt. Ich bin jetzt nun schon fast am Ende der Reihe. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Maschen hier ganz locker abgekettet.
Ich mache jetzt noch die letzten Maschen. Hier die letzte. Und dann schneide ich diesen Faden ab, großzügig, und ziehe dann diesen Faden hier durch die letzte Masche. So kann man hier gut sehen. Das hält dann so fest. Jetzt vernähe ich noch alle Fäden des Loops. Dann kommt er in die Waschmaschine. Also ich wasche alle meine Stricksachen mit einem wohlfeinen Waschmittel in der Waschmaschine im Wollwaschgang, und die werden wirklich immer ganz schön vom, das Muster ist wirklich schön zu erkennen. Danach empfehle ich euch, den Loop zu spannen, damit das Muster wirklich so schön zur Geltung kommt. Wie man Tücher und Loops spannt, könnt ihr in meinem Video des Anniversary Calls Teil 8 sehen. Da zeige ich ganz genau, wie man ein Tuch spannt. Dein Loop mit der passenden Mütze ist nun fertig gestrickt. Und ich hoffe, es hat dir sehr viel Freude gemacht und passend zum Namen Christmas Velvet schneit es heute wunderbar. Und somit passt so ein Mützen- und Schalset wunderbar. Ich würde dich freuen, dich bald wieder auf meinem YouTube-Kanal begrüßen zu dürfen, und wünsche dir eine wunderbare Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.